Unsere Worte haben eine außerordentlich große Macht. Insbesondere über unser eigenes Leben. Das, was wir aussprechen über uns, unsere Gesundheit, unsere Familie, unsere Kinder, unser Arbeitsumfeld, unsere Finanzen, hat Macht. Das weiß auch der Feind. Und deshalb versucht er uns dazu zu bringen, Negatives über uns selber auszusprechen. Dumme Dinge. Vielleicht ein bisschen flapsig, vielleicht so ein bisschen halb lustig gesagt. Aber es ist vollkommen negativ, weil das hat Macht über uns. Wenn man beispielsweise sagt, ich habe ein Problem nach dem anderen, dann ist das eine Aussage, die du über dir aussprichst. Wenn du sagst, ich komme aus den Krankheiten nie raus, dann ist das etwas, was du über dir aussprichst. Wie ein Regent, der das quasi ausspricht. Wie ein Statement, was über dir gilt. Das ist teilweise sehr, sehr unweise. Ja? Der Feind will uns dazu bringen, dass wir dauernd Negatives, Schwierigkeiten, Probleme, Krankheiten, irgendwas über uns aussprechen, über uns proklamieren. Und deshalb bombardiert er uns ständig mit solchen negativen Gedanken. Und es ist sehr gefährlich, wenn man das beispielsweise in sein Gebet einfließen lässt und dann im Gebet sagt, aus den Krankheiten, aus denen ich nie rauskommen werde, aus den Problemen, aus denen ich nie rauskommen werde, aus den Schwierigkeiten, womöglich die der Herr sogar geschickt haben soll. Vorsicht, sei weise, was du betest und sei weise, was du über dir aussprichst. Du musst dir bewusst sein, was du sagst. Sei dir deiner Worte über dich bewusst. Im 1. Thessalonicher Brief schreibt Paulus etwas an die Thessalonicher. Er hat ihnen das Evangelium weitergegeben und dann heißt es, dass sie das nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gotteswort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. In den Glaubenden wirkt das Wort Gottes. Es hat Wirkungskraft. Verstehst du, wenn du das Evangelium nimmst, die gute Botschaft nimmst, die Wahrheiten der Bibel nimmst und das proklamierst über dir, das aussprichst über dir, dann hat das Wirkungskraft, das wird sich entfalten. Genauso auch das Negative. Wir haben auf unserer Webseite Wahrheiten für dich zusammengestellt, die dir zeigen, was eigentlich du über dein Leben aussprechen sollst. Wer du wirklich bist, was du wirklich hast, was der Herr dir wirklich zusagt. Beschäftige dich damit, ich lade dich ein und fülle dich mit diesen Wahrheiten der Bibel und proklamiere das über dir. Sprich das aus über dir und du wirst sehen, dass Dinge sich beginnen zu verändern. Manche Schwierigkeiten haben wir nur, weil wir sie selber quasi herbeireden. Und das ist wirklich unweise. Dein eigenes Wort hat Kraft und das Wort Gottes hat unvergleichlich mehr Kraft. In deinem Leben Gutes zu bewirken, in deinem Leben Veränderung zu bewirken, in deinem Leben die Dinge Gottes hervorzubringen. Denn sei dir sicher, Gott hat mehr für dich.